Gerne. Also ich bin Florian Effenberger, ich bin Geschäftsführer der Document Foundation. Ich wohne im schönen Allgäu, nahe der Grenze zu Österreich, südlich von München. Aber wir sind weltweit unterwegs. Wir treffen uns hier gerade in Brüssel auf einer Veranstaltung und bin sehr froh, in einem internationalen Projekt zu arbeiten. Also was der Nutzer natürlich immer merkt, ich kann es mir kostenfrei runterladen, es kostet mich nichts. Aber da steckt noch viel mehr dahinter. Es ist genau wie du sagst, Open Source, freie Software. Wir sind ein Open Source Projekt. Das heißt, es kann sich nicht nur jeder einbringen, es darf und soll sich auch jeder einbringen. Der Quelltext, der Source Code ist frei verfügbar. Es gibt viel Dokumentation, es gibt Veranstaltungen wie diese hier, ein sogenanntes LibreOffice Hackfest, auf dem wir uns treffen, auf dem erfahrene Entwickler ihr Wissen weitergeben. Das heißt, wir ermutigen Leute, sich einzubringen. Nicht nur im Bereich der Softwareentwicklung, sondern auch im Bereich Marketing, Infrastruktur, Qualitätssicherung. Und das ist der ganz große Unterschied zu einer proprietären Lösung, dass man sich bei uns wirklich einbringen kann, dass jeder was bewirken kann bei uns, dass jeder einen Einfluss auf das Programm und das Projekt hat und dass wir einfach allgemein sehr, sehr offen sind. Wir arbeiten weltweit jenseits der Grenzen von Sprachen und Zeitzonen und das ist so dieser ganze Open-Source-Gedanke, jenseits von der Lizenz, die natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt, aber dass wir wirklich ein offenes Projekt sind, bei dem jeder ganz herzlich willkommen ist. Wir haben nach einer Heimat für unser Projekt gesucht, nach einer juristischen Person. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wenn man in die Vereinigten Staaten guckt, gibt es da ganz viele Foundations, die wichtige Projekte stemmen. Wikipedia, Mozilla sind zwei, die ganz bekannt sind, viele andere. Wir haben eine ganze Weile geschaut und sind dann letzten Endes zu einer deutschen Stiftung gekommen. Es gäbe auch die Möglichkeit eines Vereins, aber für uns war die Stiftung eigentlich ganz, ganz essentiell. Und die bietet einfach einige Vorteile, dass wir nämlich eine Satzung haben, die ich nur schwer verändern kann. Das heißt, das, was man am Anfang als Stiftungszweck festgesetzt hat, das kann man nur schwer wieder ändern. Es gibt eine gewisse Sicherheit für alle, die beitragen und für alle Anwender. Das kommt eigentlich aus unserer Historie, dass wir zwar viele Regeln hatten, viele Papiere, in denen Dinge stehen, wie etwas funktionieren soll, aber man konnte es halt nicht einfordern. Bei der Stiftung gibt es eine Art Garantie, dadurch, dass es die Satzung vorschreibt, ist es auch gesetzt und das war uns ganz, ganz wichtig und so sind wir zur Stiftung gekommen als Heimat für LibreOffice und vielleicht mögliche andere Projekte. Es gibt wie in jedem Verein und auch in vielen Firmen gibt es einen Vorstand, der besteht zurzeit aus 10 Leuten, 7 Vorstandsmitglieder und 3 Stellvertreter, die eben dann einspringen, wenn ein Vorstandsmitglied gerade nicht an der Abstimmung teilnehmen kann. Und im Vorstand spiegelt sich eigentlich schon die Internationalität des Projekts wieder. Wir haben Leute aus vielen Ländern, die verschiedenste Sprachen sprechen, die auch verschiedenste Hintergründe haben. Es gibt Entwickler, die ihr täglich Brot mit LibreOffice verdienen, die bei Firmen angestellt sind und damit Geld verdienen. Es gibt Leute, die machen das rein als Hobby und das spiegelt sich alles schon im Vorstand wieder. Neben dem Vorstand gibt es bei uns ein Mitgliederkuratorium, das letzten Endes diejenigen beherbergt, die an der Software mitwirken. Wenn du in irgendeiner Art und Weise zu LibreOffice beiträgst, sei es durch Programmierung natürlich, durch Übersetzung, Marketing, Qualitätssicherung, Infrastruktur und dergleichen, dann kannst du nach einem Vierteljahr einen Antrag stellen auf Mitgliedschaft und musst sozusagen nicht versichern, aber vorhaben, mindestens das nächste halbe Jahr weiter beizutragen, dann kannst du Mitglied werden. Förmlich ist es Mitglied des Mitgliederkuratoriums, aber Kurzform ist Mitglied. Und als Mitglied hast du die Möglichkeit, dich für den Vorstand aufstellen zu lassen und den Vorstand auch zu wählen. Und damit jetzt nicht dann ein Vorstand bestimmt, wer Mitglied werden darf und somit quasi schon eine Vorauswahl trifft, wer denn eigentlich in die Vorstandschaft kommen kann, gibt es bei uns noch ein weiteres Organ, das Mitgliederkuratorium. Es ist unabhängig vom Vorstand. Die beiden überwachen ihre Wahl gegenseitig. Das heißt, der Vorstand überwacht die Wahl des Mitgliederkuratoriums, des Mitgliederkomitees und das Mitgliederkomitee überwacht die Wahl des Vorstands. Und
Das Mitgliederkomitee hat die Aufgabe, die Anträge zu sichten. Das heißt, wenn du einen Beitrag geleistet hast und sagst, ich möchte Mitglied werden, dann prüfen die das. Die Hürde ist da nicht sonderlich hoch. Das ist Absicht. Man möchte einfach sicherstellen, dass wirklich Beiträge geleistet worden sind. Wenn das der Fall ist, dann wird vom Mitgliederkomitee dieser Antrag eben positiv beschieden. Und du bist zunächst für ein Jahr Mitglied des Mitgliederkuratoriums und kannst dann jeweils wieder verlängern. Das heißt, wir haben zusammengefasst einen Vorstand. Wir haben ein Mitgliederkuratorium, das sich aus denen zusammensetzt, die einen Beitrag leisten, und wir haben das Mitgliederkomitee. Was vielleicht noch wichtig ist, ins Kuratorium kannst du eigentlich für jede Art von Beitrag kommen, bis auf Geld. Das heißt, du kannst dich nicht einkaufen, du musst einen Beitrag leisten, irgendeine Arbeitsleistung. Warum du das machst, spielt aber keine Rolle. Ob du das jetzt freiwillig in deiner Freizeit machst oder ob du bei einer Firma angestellt bist und dafür Geld bekommst, das ist egal. Es geht uns nur darum, dass diejenigen, die Beiträge zu LibreOffice leisten, letzten Endes auch über die Geschicke der Stiftung mitentscheiden sollen. Die Document Foundation lebt primär von Spenden, die uns zugewandt werden. Wir haben im Schnitt im Jahr 80.000 Einzelspenden, die aus allen möglichen Ländern in sehr viel verschiedenen Währungen kommen. Und das ist, abgesehen natürlich von der finanziellen Unterstützung, ist es ein schönes Zeichen, weil man sieht, dass so viele Leute uns gut finden und unterstützen. Es ist nicht ein großer Sponsor, sondern es sind ganz, ganz viele Leute, die das Projekt unterstützen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und das Geld wird für verschiedenste Arten von Projekten eingesetzt. Wir haben zum einen natürlich wiederkehrende Kosten. Wir haben ein wachsendes Team an Mitwirkenden, die auf bezahlter Basis für die Stiftung arbeiten. Wir geben recht viel Geld für Infrastruktur aus, weil das natürlich die Hauptplattform ist, auf der wir auch arbeiten. Dadurch, dass wir weltweit verteilt sind und sozusagen ein virtuelles Projekt in Anführungszeichen, ist die Infrastruktur sehr wichtig. Da geben wir viel Geld für aus. Dann gibt es sogenannte Buckets oder Pools, die wir bilden, in denen Gelder sind für Marketingprojekte wie Teilnahme an Messen, Produktion von Broschüren und Ähnlichem. Community-Projekte, das heißt Projekte, die eher nach innen gerichtet sind, wie Hackfeste, projektinterne Veranstaltungen. Und dann gibt es noch Projekte, separate Projekte, die wir durchführen, zum Beispiel Ausschreibungen. Wir hatten im letzten Jahr einige Ausschreibungen, die das Programm verbessert haben, bei denen Code beigetragen wurde, bei dem wir bestimmte Funktionen ausgeschrieben hatten, dass sie implementiert werden. Das ist so die Aufteilung. Das heißt, wiederkehrende Kosten, wir haben Pools für bestimmte Aktivitäten im Projekt und wir haben separate Projekte, die wir finanzieren. Bei mir ist es eine Mischung aus natürlich sehr vielen administrativen Themen. Da kommt Buchhaltung dazu, die Budgetplanung gehört dazu. Dann führe ich unser Team, das stetig wächst, die Projekte zu koordinieren, die Arbeiten einzuplanen, die Prioritäten zu setzen. Und wenn ich ein bisschen Freizeit über habe, dann versuche ich mich im Bereich Marketing oder auch im Bereich Infrastruktur einzubringen. Also die Stiftung selbst ist stark gewachsen in den letzten Jahren und hat jetzt aber einen relativ stabilen Stand. Das heißt, sowohl von der Zahl der Mitwirkenden als auch von den Spendeneinnahmen, als auch von den Prozessen, wie wird so ein Budget geplant, wie werden Projekte geplant, haben wir jetzt eigentlich eine ganz große Erfahrung gesammelt und einen stabilen Stand. Das heißt, diese Kosten, sowohl zeitlich als auch finanziell, das Projekt und die Stiftung aufzubauen, diese ganzen Prozesse mal in Gang zu setzen, da ist, glaube ich, der größte Teil jetzt von abgetragen. Und was ich denke, dass im Bereich der Office-Software sich tun wird, dass wir neben der klassischen Desktop-Version auch viele mobile Endgeräte haben, dass wir in den Browser oder ins Netz gehen. Das sind einfach Themen, die immer mehr um sich greifen. Das wird sicherlich eine der Herausforderungen für uns werden. Und natürlich, dass wir die Zahl der Mitwirkenden bei uns steigern können, dass wir Leute ins Projekt holen können, dort auch behalten können. Dadurch, dass wir sie an die Hand nehmen, dass es Mentoring gibt, das ist eigentlich eine Herausforderung, die immer sozusagen auf der Agenda bei uns steht.